Eklat um AfD-Frontfrau Alice Weidel. Nach einer Verbalattacke von CSU-Generalsekretär Scheuer verlässt die 38-Jährige eine Live-Talk-Runde des ZDF mitten in der Sendung. Scheuer hatte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke zuvor als Rechtsradikalen bezeichnet. Auf Twitter reagiert die Spitzenkandidatin prompt. In einer Stellungnahme gibt sie Moderatorin Marietta Slomka die Schuld. Die habe sich in der Debatte als parteiisch und vollkommen unprofessionell geoutet, so Weidel. Das Verhalten von Frau Slomka dient nicht der demokratischen Willensbildung, sondern verzerrt sie. Sie solle ihre persönlichen Animositäten nicht in den eigenen Sendungen ausleben. Linken-Vorsitzende Katja Kipping war ebenfalls Teil der TV-Gesprächsrunde. Sie kann die Kritik an Slomka offenbar nicht teilen, bedankt sich ausdrücklich bei ihr. ZDF-Journalistin Anne Reit verteidigt ihre Kollegin Slomka und spielt den Ball zurück zu Weidel. Sind Fragen schon Animositäten? In den sozialen Netzwerken wird der AfD-Spitzenkandidatin nun eine Inszenierung vorgeworfen, auch aufgrund des schnellen Statements, in dem nur die Moderatorin und nicht der ursprüngliche Streitpartner Scheuer erwähnt wird.